Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Kassel, aus dem Aue-Stadion, bei sonnigen 31 Grad, wo heute die Stuttgarter Kickers gegen den KSV Hessen-Kassel spielen. Ich fange an mit der Aufstellung des KSV im Tor. Franz Langhoff auf der Linksverteidigerposition, Faton Decemalci. Auf der linken Innenverteidigerposition Kenny Wey. Rechter Innenverteidiger Maurice Springfeld. Rechtsverteidiger Nael Nadjar. Die beiden Sechser sind Frederik Brill und Steven Rack. Im rechten Mittelfeld spielt Nikos Sokrapakis. Als Zehner spielt Serkan Zarera, ehemaliger Bundesligaspieler. Auf dem linken Mittelfeld spielt Cornelius Breuling. Die Sturmspitze ist Thomas Gößweiner, der im Vergleich zu den letzten beiden Spieltagen neu in der Startaufstellung ist, genau wie Maurice Springfeld. Auf der Ersatzbank nehmen Platz Leon Klusmann, Alexander Miesbach, Minji Kang, Serkan Durna, Alban Meha, Kaden Nana Kawaku Atakora Amani Pong, Nils Stendera, Nasuel Noah Jones und Lukas Ixel. Die Stuttgarter Kickers starten gefolgt im Tor Felix Dornebusch. Auf der Linksverteidigerposition David Kammerbauer. Die beiden Innenverteidiger Niklas Kolbe und Paul Polauke. Rechtsverteidiger wieder dabei Marcel Schmidt. Auf der 6 spielt Luigi Campagna. Im zentralen Mittelfeld Lukas Kiefer. Linkes Mittelfeld besetzt Christian Mauersberger und rechtes Mittelfeld Kevin Dickelhuber. Die beiden Stürmer sind Niklas Antlitz und David Breik. Auf der Ersatzbank nehmen Platz Ersatztorwart Maximilian Otto, Loris Meyer, Jonas Kohler, Nico Blank, Konrad Riele, Leon Meyer, Daniel Kalajdzic, David Stojak und Flamur Berisha. Die Schiedsrichter der Partie sind Tobias Ewart, der vom DFB mit Silber als einer von Deutschlands besten Nachwuchsschiedsrichtern ausgezeichnet wurde. Seine Assistenten sind Fabian Mohr und Lukas Hepp. Jetzt ist alles bereit, dass es heute ein super Spiel wird. Wir freuen uns auf Spannung. Der Gästeblock ist gut gefüllt, heute natürlich mit den neuen Motto-Trikots, die es heute seit heute gibt. Und jetzt laufen die beiden Mannschaften ein, die beiden Kapitäne. Nee. Kevin Dickelhuber und Frederik Brill führen ihre Mannschaften ein. Kickers in Gelb, Dornebusch in Weiß und Kassel in Schwarz und Langhoff, ihr Torwart, in Blau. Eine Besonderheit heute ist, alle ukrainischen Staatsbürger haben heute freien Eintritt im Aue-Stadion. Wie ich finde, eine sehr tolle Geste des KSV Hessen-Kassels. Bilden beide Mannschaften noch jeweils einen Kreis, feuern sich nochmal an. Denn heute geht es für die Stuttgarter Kickers darum, die Tabellenspitze zu verteidigen.
den bisher überraschenden ersten Platz, den sie in Offenbach mit einem 1:0 und gegen Koblenz mit einem 7:0 sich erkämpft haben und verdient auf der 1 stehen. Jetzt sind beide Mannschaften bereit. Die Kickers fangen an, dürfen anstoßen in Form von Niklas Antlitz. Und jetzt geht es los. Antlitz passt zu Campagna, der einen weiten Ball auf die rechte Seite. Da ist David Breik, der verliert allerdings das Kopfballduell. Der Ball springt zurück und da ist Lukas Kiefer, der zu Kevin Dickelhuber. Der verliert den Ball an Serkan Zarea, der jetzt nach vorne die Nummer 19. Jetzt Serkan Zarea, doch abseits. Der neue Spieler, Thomas Gößweiner, hat da den Pass ins Abseits gespielt und somit geht es jetzt weiter für die Stuttgarter Kickers. Dornebusch schickt jetzt seine beiden Innenverteidiger nach vorne und der Ball kommt weit nach vorne auf die linke Seite. Da ist erstmal nur ein KSV-Spieler. Doch jetzt gewinnen die Kickers den Ball in Form von Campagna. Mausberger, Antlitz, wieder raus zu Mausberger. Der verlängert zu David Kammerbauer, der mit vorgeht. Jetzt kurz vorm 16er und holt einen Eckball raus. Erste Ecke der Partie für die Stuttgarter Kickers. Mausberger legt sich den Ball zurecht. In der Mitte natürlich Niklas Kolbe, David Breik, Niklas Antlitz. Der Ball kommt auf den ersten Pfosten, das Antlitz da ist, Kiefer und dann ist da Franz Langhoff, der schon beim 2-0 gegen Mainz 05 bewiesen hat, dass er ein echt guter Keeper ist. Hat dort mehrfach gute oder schwierige Bälle gehalten. Jetzt der lange Abstoß von ihm geht zu David Kammerbauer, der köpft ihn vor zu Niklas Antlitz, der zu David Breik, aber jetzt der Kapitän Brill mit dem Ball gewinnt, jetzt aber wieder Mausberger über links und holt die nächste Ecke der Partie raus, wieder für die Stuttgarter Kickers, wieder von links und wieder eine Angelegenheit für Mausberger. Ja, Marcel Schmidt spielt heute mit einer Maske im Gesicht, da er sich ja gegen Offenbach eine Gesichtsverletzung zugezogen hat. Jetzt Mausberger, was er hereingab auf den ersten Pfosten, doch Kassel kann den Ball erstmal rausspielen und er landet bei Marcel Schmidt, der beim Mittelpunkt wartet. Jetzt wieder der weite Ball auf die rechte Seite, da ist Paul Polauke, kann sich aber nicht gegen Cemalci durchsetzen und somit geht der Ball ins Tor aus und es gibt Abstoß für Kassel. David Breik und Niklas Antlitz sind direkt bereit, warten vorm Strafraum, doch Langhoff schickt seine beiden Innenverteidiger nach vorne und schlägt den Ball weit raus auf die linke Seite. Da ist Kevin Dickelhuber, der köpft den Ball hoch, der landet bei Christian Mausberger, der wieder auf die rechte Seite zu Kevin Dickelhuber, der kommt allerdings nicht mit dem Kopf an den Ball und kann Cemalci unter Druck setzen, somit gibt es einmal für die Kickers. Schmitz wirft zu David Breik, der spielt zurück zu Schmitz, doch wurde am Rücken gestoßen, liegt jetzt immer noch am Boden. Jetzt die Stuttgarter Kickers über die linke Seite, David Kammerbauer mit der Hereingabe, die abgeblockt wurde, jetzt die richtige Hereingabe, doch da läuft Lukas Kiefer nicht ein und somit landet der Ball bei Franz Langhoff. Ja, mittlerweile steht David Breik wieder, er humpelt noch etwas, aber es scheint weiterzugehen. Er hat da wahrscheinlich was am Steißbein abbekommen. Jetzt aber Langhoff scheucht seine Mitspieler nach vorne und jetzt der weite Ball auf die linke Seite, kommt auf Höhe des Mittelkreises runter. Jetzt allerdings die Kickers mit Marcel Schmitz mit Ballgewinn, spielt den Ball nach vorne, doch da zieht kein Stürmer mit und der Ball landet bei Langhoff. Jetzt Wey mit dem Ball, doch die Kickers gewinnen den Ball in Form von Marcel Schmitz und Lukas Kiefer. Der Ball ist bei Niklas Kolbe. Zu Lukas Kiefer, wieder zurück zu Kolbe. Und
der zu David Kammerbauer. Kassel versucht, Kammerbauer unter Druck zu setzen. Auch Kammerbauer kann gerade noch so mit der Grätsche den Ball zu Lukas Kiefer spielen, der ihn dann direkt zu Niklas Kolbe spielt. Ja, Kassel setzt uns sehr früh unter Druck. Sie stehen ziemlich weit in unserer Hälfte und machen immer sofort Druck. Jetzt der Ball von Dornebusch zu Kolbe. Doch, der spielt ihn wieder zurück, weil das sofort von Serkan Sarare angelaufen ist. Jetzt der weite Ball, da ist Niklas Antlitz, der versucht den Ball mit der Brust anzunehmen, wird allerdings gestört. Und jetzt ist das Kassel mit Sokrafakis, der wird aber von Niklas Antlitz gefoult. Und somit gibt es Freistoß für den KSV auf Höhe der Mittellinie. Maurice Springfeld wird den Freistoß ausführen. Nein, er reicht den Ball weiter an Serkan Sarare. Der jetzt mit der Hereingabe. Da kommt ein Spieler von Kassel hin, doch Marcel Schmitz kann den zweiten Ball wegköpfen. Jetzt aber wieder Kassel im Ballbesitz. Kevin Dickhuber setzt sie unter Druck. Jetzt ist Lukas Kiefer im Zweikampf und schiebt den Kassel-Spieler auf die Laufbahn nach außen. Aber Kassel kann dennoch den Ball behalten und der Ball landet jetzt wieder bei Langhoff. Langhoff mit dem Ball auf Höhe des Mittelkreises. Da ist Paul Polauke, der den Ball sichert. Und da ist Kiefer, der von hinten gefoult wird von Brill. Jetzt spielt Campagna zu David Breik und der wird auch von hinten geschubbt. Und somit gibt's jetzt, wird das zweite Foul dann auch gegeben. Allerdings liegt noch die Nummer 19, Gößweiner, am Boden. Hat er wahrscheinlich gerade im Zweikampf, Kopfball-Zweikampf mit Paul Polauke etwas abbekommen. Aber es geht weiter. Paul Polauke erklärt ihm auch nochmal, dass das kein Foul war. Und jetzt Campagna spielt den Ball zu Paul Polauke zurück, der zu Schmitz. Schmitz jetzt muss nach hinten laufen, weil er unter Druck gesetzt wird, zu Dornebusch, der auf rechts außen. Da ist David Breik, der kann nicht verlängern und liegt schon wieder am Boden und hält sich den Fuß. Jetzt aber Cemalci kann den Ball wegspielen und der Ball landet bei Paul Polauke, da Cornelius Breuling zu weit weg war. Jetzt die Kickers versuchten es kurz über die rechte Seite über Marcel Schmitz, doch sie werden sofort unter Druck gesetzt und somit der Ball über Paul Polauke zurück bei Dornebusch. Jetzt der weite Ball. Da ist Lukas Kiefer durch. Jetzt Lukas Kiefer. 1 gegen 1. Aber Langhoff pariert. Jetzt David Breik mit dem Schuss. Und links knapp vorbei neben das Tor. Erst die Verlängerung von Niklas Antlitz. Dann ein Lukas Kiefer, der durchsprintet, sich gegen Maurice Springfeld und Kenny Ray durchsetzt. Da im 1 gegen 1 gegen Langhoff leider nicht so viel Glück hatte und der Ball zurückspringt und dann David Breik im Nachschuss, der abgefälscht wird, und es gibt die dritte Ecke der Partie wieder für die Stuttgarter Kickers. Wieder von links, wieder eine Angelegenheit für Mauersberger, der den Ball wieder auf die erste Ecke bringt. Doch KSV kann klären und somit gibt es die nächste Ecke für die Stuttgarter Kickers. Wieder Mauersberger von links mit der Hereingabe, diesmal etwas weiter, doch Langhoff kann den Ball zurückfausten. Und jetzt Kammerbauer wieder von der linken Seite mit der Hereingabe, doch den Ball hat jetzt KSV. Und jetzt nach vorne Serkan Sarrea im Sprintduell gegen Kevin Dickelhuber, doch da kann Kevin Dickelhuber die Grätsche setzen, doch Serkan Sarrea kommt vorbei. Jetzt wieder Kassel, KSV, und das war Serkan Sarrea, war auf einmal ganz gefährlich, weil da Zografakis auf einmal kurz fast frei vom Tor stand. Und jetzt macht der KSV hier richtig Stimmung kurz bei dieser Großchance, doch Niklas Kolbe konnte klären. Jetzt wieder KSV Brill nach rechts außen, da ist Natscher. Schon ein Tor und eine Vorlage diese Saison, doch kann sich den Kammerbau nicht durchsetzen, der den Ball gerade noch so bei der Eckfahne
stoppen kann und jetzt zu Niklas Kolb gespielt hat, der zu David Breik, der zu Niklas Antlitz und der versucht, Breik zu schicken, doch da war Maurice Springfeld, war da etwas schneller und spielt den Ball zu Langhoff, der wieder zu Springfeld, der zu Brille und zu Springfeld und so weiter und jetzt Springfeld geht ein paar Meter nach vorne jetzt mit dem weiten Ball, Chipball, das sollte eigentlich Natscher erreichen, doch der war viel zu weit, somit erreicht ihn Kammerbauer und der zu Dornebusch und der verlagert jetzt das Spiel auf die rechte Seite zu Kevin Dickelhuber, der den Ball verliert gegen Cimalci, doch Paul Polauke kann klären und jetzt Niklas Antlitz im Kopfballduell gegen Ray und dann springt der Ball und Lukas Kiefer kommt dann mit der Hand dagegen. Ja, und der Schiedsrichter Tobias Everhardy hat dann noch eine Sache mit Kevin Dickelhuber zu klären, der schon mehrfach aggressiv in die Zweikämpfe reingegangen ist. Allerdings hat der Schiedsrichter bisher noch keinen Foul gepfiffen. Jetzt Kassel mit Serkan Sarea. Doch da kann David Kammerbauer den Ball gewinnen gegen Bräunling. Und jetzt zu Dornebusch, der zu Antlitz, der zu Kiefer zurückprallen lassen. Jetzt Marcel Schmitz über die rechte Seite mit dem Ball zu David Breik. David Breik wieder zu Schmitz. Schmitz kommt allerdings nicht am Ball. Somit ist Cimalci auf der linken Seite am Ball und immer noch am Ball, wird von Schmitz unter Druck gesetzt. Doch keine Ball nach vorne spielen. Doch der war zu weit für Gößweiner. Somit landet der Ball bei Niklas Kolbe. Und der jetzt mit dem Ball auf die rechte Seite zu Kevin Dickelhuber. Der spielt den Ball wieder zurück zu Paul Polauke, weil Kassel es uns echt schwer macht. Sie stellen unsere Spieler gut zu und es gibt immer wenig Passmöglichkeiten. Jetzt David Kammerbauer versucht, Mauersberger zu schicken, doch da hat Zografakis aufgepasst und es gibt Einwurf für die Blauen. Kammerbauer schnappt sich den Ball und wirft weit ein zu David Breik. Der verlängert zu Lukas Kiefer. Der kann sich allerdings nicht gegen Brill durchsetzen. David Breik rennt noch gegen ein Werbebanner oder Aufsteller. Der Ball landet inzwischen bei Langhoff. Der spielt ihn weit raus, landet bei Campagna. Und der jetzt rechts raus zu Kevin Dickelhuber, der zu Marcel Schmitz. Und der verliert den Ball. Und der Ball ist wieder beim KSV. Form vom Cimalci, der jetzt einen weiten Ball vorspielt zu Serkan Sarer. Der spielt zu Brill und Brill jetzt mit dem Vormarsch links raus. Und jetzt die Hereingabe, doch da ist kein Spieler, von KSV, sondern nur David Kammerbau. Und der schickt jetzt direkt David Breik, der lässt, kann den Ball noch behalten zu Christian Mauersberger. Der wird gefoult von Natscher und somit gibt es den nächsten Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Und dieser Angriffsversuch landet im Tor aus und es gibt Eckball Nummer 5 für die Stuttgarter Kickers. Wieder von links, wieder eine Angelegenheit für Christian Mauersberger. Der Ball kommt diesmal etwas weiter, doch da ist nur ein Spieler vom KSV. Und jetzt Luigi Campagna mit dem Schuss, doch der landet bei Natscher, der weit links neben dem Tor spielt und jetzt den Ball weit nach vorne spielt. Da wäre Bräunling, doch der Ball landet zuvor im Aus und es gibt Einwurf für die Kickers von David Kammerbauer. Der KSV hat da ordentlich was dagegen. Brill jetzt mit dem harten Einsatz. David Kammerbauer liegt immer noch am Boden. David Breik liegt immer noch am Boden. Und der KSV beschwert sich. Er bekommt die gelbe Karte. Meiner Meinung nach zu Recht. Gerade auch seine Reaktion auf den Pfiff. Er zieht den Kopf unters Trikot. Kann es gar nicht verstehen. Somit gelb für den Kapitän des KSVs. Und es gibt Fr-
Freistoß für die Kickers, aber Brill hat immer noch Diskussionsbedarf mit dem Schiedsrichter. Der Trainer Tobias Lamm beschwert sich auch beim Schiedsrichter. Mittlerweile hat man ja auch schon ein Pfeifkonzert gehört. Die KSV-Fans waren natürlich damit auch nicht einverstanden. Jetzt Christian Auersberger spielt zurück zu Niklas Kolbe, der zu Paul Polauke. Der wieder rüber zu Kolbe. Und der zu Christian Auersberger, der direkt von Natsche angelaufen wird, doch den Ball links rausspielen kann zu Kammerbau, der durchgelaufen ist. Kammerbau jetzt mit der Flankenmöglichkeit. Jetzt gegen Bräunling. Und checkt erstmal Bräunling da weg, der eigentlich ihn wegchecken wollte. Und schießt danach Bräunling an. Und somit gibt es Ecke Nummer 6. Wieder von links, wieder eine Angelegenheit für Christian Mausberger. Kammerbau steht kurz, aber Mausberger schlägt ihn weit auf den zweiten Pfosten. Der Ball landet wieder bei Luigi Campagna, der mit dem Schuss, doch der Schuss landet rechts weit im Tor aus, sah Campagna den Ball nicht voll verwischt und somit gibt es Abstoß für den KSV. Diesmal gibt Langhoff seinen Innenverteidigung die Anweisung, dass er hinten bleiben. Doch David Breig und Niklas Antlitz stehen bereit und somit schickt er sie jetzt doch vor. Er versucht dann noch kurz zu Malci kurz zu kommen, doch David Breig passt auf und somit jetzt der weite Abschlag. Da ist Kevin Dickelhuber mit dem Kopf zu Niklas Antlitz, der sich dreht. Jetzt Kammerbauer mit dem Ball, er wird schon wieder gefoltert, aber Niklas Antlitz kann sich gegen Malci durchsetzen. Jetzt mit dem Schussversuch. Doch diesen Schuss kann Langhoff halten. Und David Breig liegt schon wieder am Boden. Es ist jetzt schon das dritte Mal. Und schon wieder wurde er gefoult. Aber der Schiedsrichter schaut sich natürlich erst den Spieler vom KSV an. Ob dem alles, bei dem alles in Ordnung ist. Der hat sich da wahrscheinlich bei der Grätsche gegen David Breigs Knöchel verletzt. Der sich gerade den Knöchel immer noch hält. Und jetzt wird er auch medizinisch versorgt. Schon das dritte Mal, dass sie David Breig faulen und bisher gab es nur einmal gelb. Und meiner Meinung war das ein sehr hartes Einsteigen also. Und jetzt gibt es noch im Anschluss gibt es noch für Maurice Springfeld die gelbe Karte. Gelbe Karte Nummer 2 wieder für den KSV. Tobias Damm hat sich gerade noch drei Spieler hergeholt. Einmal Rack, einmal Sarara und einmal Nacer, weil er unzufrieden ist mit dem aktuellen Spiel und sich mehr Chancen erhofft. Denn die Kickers hatten bisher mehr Chancen. Es zeigen allein schon das Eckenverhältnis von 6:0. Aber dennoch tun sich die Kickers schwer. Und hat noch keine Großchance wie der KSV. Jetzt die Kickers mit dem Einwurf zu Langhoff, der den Ball zuvor ins Aus geworfen hat. Langhoff hält den Ball noch in der Hand. Jetzt der Abschlag kommt auf Höhe des Mittelkreises zu Kevin Dickelhuber, der versucht vorzuspielen. Doch der Ball erreicht weder David Breig noch Niklas Antlitz. Und jetzt wieder der KSV vom Cemalci im Ballbesitz. Der verhasselt sich und jetzt wieder die Kickers Kiefer zu Dickelhuber. Dickelhuber kann den Ball noch behalten zu Campagna, der rechts raus zu Lukas Kiefer, der jetzt mit der Möglichkeit zu flanken. In der Mitte sind Antlitz und Breig. Der Ball landet bei Antlitz, der mit dem Kopfball, doch der Ball geht einen halben Meter über Zaun, somit gibt es Abstoß für Kassel. Langhoff legt sich den Ball zurecht. Beide Innenverteidiger sind im Strafraum, doch er schickt sie jetzt wieder raus.
da Preik und Antlitz sofort immer bereit stehen. Jetzt der weite Abschlag nach links, da ist Kevin Dickelhuber auf Höhe des Mittelfelds und blockt da einmal den Gegenspieler ab. Der Gegenspieler fällt zu Boden und köpft dann den Ball und der Schiedsrichter sieht das Ganze als Foul und es gibt Freistoß für Kassel, gut 5 Meter nach der Mittelfeldlinie in der Kickershälfte. Kurz ausgeführt nach links, jetzt mit der Flankenmöglichkeit. Der Ball kommt weit auf den zweiten Pfosten. Zu weit, da ist kein Spieler mehr von Kassel. Jetzt aber der Ball bei Nacer, der versucht zu flanken. Aber Mausberger kann abprallen und jetzt Antlitz zu Campagna, der zu Mausberger, der mit links über Tempo. Und jetzt das taktische Foul von Rack, das auch zu Recht gelb gibt, denn sonst wäre Mausberger durch gewesen. Und die dritte gelbe Karte wieder für Kassel. David Kammerbauer jetzt auf Höhe der Mittelfeldlinie weit links mit dem Freistoß zu David Breik, der den Ball mit den Füßen annehmen kann, verliert den Ball doch allerdings gegen Wey und jetzt Bräunling mit Tempo, doch da passt Kammerbauer auf und geht dazwischen mit einer Grätsche und der Ball landet im Seitenhaus und es gibt Einwurf für Kassel. Nacer wirft ein, doch David Breik spielt den Ball sofort wieder ins Aussetz. Einwurf Nummer 2, diesmal weit, da ist Mausberger mit dem Kopf. Doch der Ball landet bei Kassel, landet bei Brill, der köpft rechts raus. Da steht David Kammerbauer, der spielt zu Dornbusch, der wieder zu Kammerbauer, der versucht zu flanken. Doch da tut Sarera kurz einen Sprint einlegen und tut den Ball ins Aus befördern, abprallen lassen. Und somit gibt es einmal für die Stuttgarter Kickers. Der Ball nach Kiefer wieder bei Kassel, doch da können Antlitz und Campagna den Kassel-Spieler so bearbeiten, dass sie wieder den Ball besitzen. Jetzt Campagna mit dem weiten Ball auf links, das Nacer, hinter ihm Mausberger, der zu spät kommt und der Ball ist wieder bei Langhoff. Jetzt Kassel über Springfeld mit dem weiten Ball nach vorne, doch der Kopfball von Gößweiner landet bei Polauke, der den Ball weit raus spielt. Zu weit für Niklas Antlitz, somit landet der Ball wieder bei Langhoff. Der den Ball zu Springfeld spielt, der zu Nacer. Nacer verliert den Ball, beziehungsweise Rack verliert den Ball im Seitenaus. Doch ein Kickerspieler war noch dran, somit gibt es Einwurf für Kassel. Der Ball landet bei Gößweiner. Campagna kann den Ball gewinnen, landet allerdings auch auf dem Boden. Noch Lukas Kiefer ist schnell da und spielt einen langen Ball nach vorne. Zu weit für Antlitz und Breik. Der Ball landet bei Ray und bei Langhoff, der wieder schnell rausspielt über links zu Cemalci, der jetzt mit dem weiten Ball nach vorne sollte eigentlich Gößwein erreichen, doch erreicht Niklas Kolbe, der zu Lukas Kiefer und der zu Polauke und der jetzt wieder zu Campagna und jetzt wieder der Ball bei Polauke. Der zu Kolbe, der angelaufen wird von Sarera, den Ball weit vorspielt zu David Breik, der kommt mit dem Kopf hin, verlängert, doch Niklas Antlitz kommt zu spät und somit jetzt Nacer am Ball, der von Antlitz verfolgt wird und den Ball weit nach vorne spielt, doch der Ball landet nicht auf dem Feld, sondern im Seitenaus und somit gibt es Einwurf für die Stuttgarter Kickers. Kammerbauer wirft weit eins. David Breik, der von hinten richtig runtergedrückt wird von Wey, doch der Schiedsrichter lässt das durchgehen. Und jetzt wieder die Nummer 31 Springfeld mit dem Schuss nach vorne, doch Kammerbauer hat abgeblockt und somit gibt es den nächsten Einwurf für Kassel.
Natürlich hat den Ball, spielt zu Gößweiner, doch Kolbe kommt vor ihm an den Ball, spielt den Ball nach rechts. Da ist Kevin Dickelhuber, der auch dann den Ball gewonnen hat, aber der Schiedsrichter pfeift zuvor ein Foul. Und es gibt Freistoß für den KSV. Ausgeführt von Sarera zu Brill, die wieder zu Sarera, jetzt mit der Hereingabe, doch da ist Niklas Antlitz, der den Ball rausköpft. Der Ball landet allerdings bei Cemalci, der mit dem Weitschuss, doch da kann Niklas Kolbe seinen Fuß dazwischen bringen. Und jetzt Lukas Kiefer mit dem Ballgewinn, zieht da an Cemalci rum und somit auch verdient oder gerecht, dass der Schiedsrichter hier pfeift und es Freistoß für den KSV gibt. Jetzt gibt es bei diesen warmen 31 Grad eine kurze Trinkpause nach gut 25 Minuten, die hier gespielt sind. Ja, bisher können die Kickers den KSV noch relativ weit weghalten von ihrem Tor, schaffen es immer wieder, haben einige Gelegenheiten auch immer wieder. Abschlüsse allerdings noch keinen Erfolg gehabt, somit noch 0-0. Jetzt ist die Trinkpause vorbei, doch da liegt Luigi Campagna am Boden. Muss behandelt werden. Hat irgendwas am Oberschenkel, wenn ich es richtig erkannt habe. Aber für ihn kann es auch weitergehen. Er ist wieder auf den Beinen. Und er bekommt noch eine kleine Anweisung von Niklas Kolbe. Und jetzt kann es weitergehen. Mit Freistoß für KSV nach Foul von Lukas Kiefer an Maurice Springfeld, an Fatan Cemalci. Ausgeführt von Brill zu Cemalci zu Way, der jetzt mit dem weiten Ball nach vorne da ist. Gößweiner, der wird von Polauke gestört, kann allerdings am Ball bleiben. Und es gibt Freistoß nach Handspiel, denn der Abpraller von Gößweiner springt Rack gegen die Hand und es gibt Freistoß für die Kickers von Paul Polauke, gut 15 Meter vor der gegnerischen Hälfte, weit nach links, da ist David Breik, kann annehmen, doch der Ball springt zu Cemalci, der zu Gößweiner zu Rack, der wieder zu Brill, der vor zu Zografakis, der jetzt im Duell gegen Schmitz kann sich erstmal durchsetzen, noch der Ball springt zu Cemalci nach links, der jetzt ein paar Meter geht, jetzt mit der Hereingabe weit nach rechts, da ist Gößweiner, wird allerdings von Kammerbau unter Druck gesetzt, zu Sarera, der wieder raus zu Nacer. Jetzt Nacer mit der Flankmöglichkeit von rechts, landet auch bei Gößweiner, kann er auch annehmen, doch die Kickers spielen den Ball schnell wieder raus zu Breik, der den Ball allerdings nicht richtig stoppt und der Ball wieder beim KSV ist, jetzt über die rechte Seite bei Nacer, jetzt wieder die Flankenmöglichkeit außerhalb des 16ers zu Gößweiner, der kommt auch per Kopf hin. Beziehungsweise es war nicht Gößweiner, es war Marcel Schmitz, der den Ball offen, nachdem Gößweiner mit seinem Kopf am Ball war, nochmal abbekommt und es gibt die erste Ecke für den KSV. Cemalci hat sich den
Ball geschnappt, ist jetzt bereit mit der Hereingabe auf den ersten Pfosten. Doch David Breit kann rausköpfen. Und jetzt Christian Mausberger läuft Natscher an. Der spielt zurück zu Langhoff, der den Ball vor seinem 16er noch stoppen kann. Und jetzt erstmal Zeit hat, bis sich alle wieder sortiert haben, bis sich die Kickers, bis sich der KSV sortiert haben. Holt sich seine beiden Innenverteidiger her. Und wird jetzt von David Breik leicht angelaufen und spielt den Ball nach links. Da ist Gößweiner, doch Polauke kann, kommt dazwischen, doch der Ball landet wieder bei Brill, jetzt links raus zu Cemalci. Cemalci mit der Flanke weit raus. Da ist Herrera, der mit der Direktabnahme. Doch er verwischt den Ball nicht voll und der Ball landet im Aus. Somit gibt es Abschluss für die Stuttgarter Kickers. Dornebusch legt sich den Ball zurecht und schickt seine Innenverteidiger nach vorne. Der Ball kommt nach links, weit nach vorne. Da ist Antlitz, der kann verlängern zu David Breit. Der wird gehalten von Wey. Der Schiedsrichter hat das allerdings nicht gesehen. Und so kommt der Ball zu Cemalci, der den Ball zu Langhoff zurückköpft und der den Ball jetzt in den Händen hält. Ball rechts raus zu Natscher, der direkt von Mausberger unter Druck gesetzt wird. Der versucht, Bräunling anzulaufen. Der wird von Kammerborg gefoult, beziehungsweise es war nicht Bräunling, es war Sarea. Jetzt der Einwurf von den Kickers zu Kiefer, zu Kammerbauer, der mit der Reingabe zu Breik, doch KSV kann klären. Und jetzt KSV direkt im Gegenangriff. Bräunling gegen Polauke kann sich erstmal durchsetzen. Links raus. Wieder Bräunling, wieder Kammerbauer bearbeitet ihn. Und abseits von Bräunling. Nach dem Schuss von Zografakis, nach dem Zuspiel von Zografakis. Jetzt Kammerbauer. Jetzt beschweren sich nochmal KSV-Spieler beim Schiedsrichter. Weshalb genau, habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich mich gerade auf Paul Polauke konzentriert habe, der sich den Ball zurechtgelegt hat und zurückspielt zu Dornebusch. Der jetzt mit dem weiten Ball auf die linke Seite, da ist Mausberger, doch Natscher kann seinen Kopf davor noch dazwischen bekommen. Jetzt Zografakis, der da mit dem Kopf hinkommt, jetzt den Ball zurückspielt zu Natscher, der zu Rack und der köpft und der dann kommt der Ball zu Brill, der den Ball nach vorne köpft und der Ball landet bei Niklas Kolbe. Der geht ein paar Meter nach vorne und wird im Mittelkreis von Rack gefoult. Und es gibt Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Jetzt Campagna hat sich den Ball zurechtgelegt. Nach links weit vorne kommt der Ball zu Antlitz. Dann kommen Rack und Brill an den Ball. Und dann zu Sarara, der von Campagna verfolgt wird. Und dieses Verfolgen hat der Schiedsrichter als Foul gesehen. Und somit gibt es Freistoß für den KSV. Langhoff hat sich den Ball zurechtgelegt. Schickt seine Innenverteidiger vor. Jetzt mit der weiten Hereingabe, diesmal nach vorne rechts. Da ist Gößweiner, der nicht mit dem Kopf hinkommt und der Ball landet bei Kolbe, der den Ball sofort wieder nach vorne spielt. Da ist Breig, aber da ist auch Springfeld, der den Ball per Kopf klären kann, nachdem Ray schon einmal davor schon einmal mit seinem Kopf dran war. Kammerbauer schnell mit dem Einwurf zu Mausberger, wieder zu Kammerbauer, der zu Breik, doch der Ball ist zu hoch und zu weit und somit landet der Ball beim KSV, doch der springt wieder zu Lukas Kiefer, jetzt wieder Kammerbauer mit der Hereingabe und jetzt ist das Antlitz mit dem Kopfballversuch, der allerdings rechts neben das Tor geht und Langhoff sich aber davor den Ball schnappt und jetzt mit dem weiten Ball zu Gößweiner, der zu Rack, der zu Brill, jetzt wieder Rack
zu rechts raus zu Nacer, vor zu Zografakis, der zu Sarrer, und Mausberger setzt eine Grätsche und kann den Ball ins Ausklären. Somit gibt es Einwurf für KSV. Gut 20 Meter vorm Kickerstor. Der Ball landet nach mehreren Stationen bei Sorea, der sich gegen Kiefer und Antlitz erstmal durchsetzen kann, aber dann dennoch den Ball zurückspielt. Jetzt Springfeld zu Brill, der zu Springfeld, und jetzt landet der Ball bei Campagna, der links rausspielen kann. Der erste Ball war etwas zu weit, doch Antlitz hätte immer noch die Möglichkeit hinzukommen, doch Way kam hin und hat den Ball ins Ausgeklärt. Einwurf für die Kickers. Jetzt der Ball wieder bei Antlitz. Antlitz mit der Verlagerung zu rechts. Da ist Kevin Degluber mit seinem starken linken Fuß. Der Ball kann von Cimalci per Kopf abgewehrt werden. Und jetzt gibt es jetzt Antlitz mit dem Schussversuch, nachdem Kevin Degluber den Ball zu ihm gespielt hat. Jetzt Lukas Kiefer auf der linken Seite mit der Hereingabe, die allerdings abgefälscht wird und nicht richtig reinkommt, die wieder zurückkommt und dann Lukas Kiefer doch noch den Ball gewinnen kann und zurückspielt zu David Kammerbauer. Der versucht zu Schmitz zu spielen, doch da war Sarara dazwischen und jetzt der im Laufduell gegen Luigi Campagna, der ihn hier ein paar Mal zieht und jetzt Sarara spätestens nach Campagna das Laufduell gegen Klaas Kolbe verloren hat und davor etwas enttäuscht war, dass Campagna ihn etwas gezogen hat und somit Klaas Kolbe zu Boden zieht. Es sieht jedoch dafür nicht gelb und es gibt Freistoß für die Stuttgarter Kickers. Gut 10 Meter vor der Torauslinie. Dornebusch legt sich den Ball zurecht. Die Kickers verlagern das Spiel etwas auf die linke Seite. Dorthin kommt dann auch der Ball von Dornebusch. Da ist Antlitz, der kommt nicht mit dem Kopf hin, dafür Springfeld und der köpft den Ball ins Aus und es gibt Einwurf für die Kickers. Gut, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, Kammerbauer schnappt sich den Ball, wirft ein zu Mausberger, der den Ball beherrschen kann gegen Nacer. Den Ball zu Kammerbauer, aber per Hacke spielt durchgelaufen ist es. Kammerbauer setzt sich wieder gegen Sokrafakis durch, spielt zurück zu Mausberger, der mit der Hereingabe da ist. Nicht David Balk und nicht Antlitz, sondern Cimalci und der köpft den Ball ins Aus und jetzt gibt es Einwurf von der rechten Seite in Form von Marcel Schmitz. Marcel Schmitz mit dem Einwurf zu Lukas Kiefer, wieder zu Marcel Schmitz, jetzt mit der Hereingabe, da ist David Breik und der Ball landet im Aus, denn Langhoff, es sah erst aus, als hätte Langhoff den Ball sicher, doch der Ball rutscht ihn nochmal aus den Händen, doch landet dann allerdings neben dem Tor im Aus und somit gibt es Ecke Nummer 7 für die Stuttgarter Kickers. Ist wieder eine Angelegenheit für Mausberger, der sich den Ball zurechtlegt. Der Ball kommt zu Paul Polauke, doch der Kopfball geht 5 Meter neben dem Tor rechts ins Aus und somit gibt es Abschluss für den KSV. Jetzt sind noch gut 5 Minuten zu spielen. Für uns Blaue heißt das nochmal alles geben, um hier vielleicht doch noch das 1-0 vor der Pause zu erzielen. Langhoff spielt zu Springfeld, der mit dem weiten Ball nach vorne, der landet bei Zografakis. Doch der Kopfball landet nicht bei Brill, sondern bei Campagna. Der spielt zu Kiefer, der zu Polauke und der zu Kevin Dickelhuber. Und der nochmal etwas weiter rechts raus zu Marcel Schmitz. Wieder zu Kevin Dickelhuber, der jetzt auf Höhe der Mittellinie rechts steht und den Ball zurück zu Niklas Kolbe spielt. Niklas Kolbe mit dem weiten Ball auf die rechte Seite zu Marcel Schmitz, der jetzt sogar vor Kevin Dickelhuber spielt. Doch der spielt den Ball zu Kevin Dickelhuber zurück. Der jetzt mit dem Ball zu David Breik. Der David Breik kann den Ball annehmen und wird dann von hinten von Kenny Ray gefoult. Und es gibt den nächsten Freistoß. Kassel kann es natürlich mal wieder nicht fassen. Aber so ist es. Und jetzt die Kickers. Gut 25 Meter Distanz zum Tor. Kevin Dickelhuber legt sich den Ball zurecht. Rechte Position, etwas weiter rechts vom Tor, ist
Könnte Kevin Dickelhuber auch mit seinem starken linken Fuß direkt probieren. Jetzt Kevin Dickelhuber mit dem Schuss. Der geht direkt aufs Tor. Nicht schlecht, rechts unten, doch Langhoff hatte darauf schon spekuliert und hält den Ball fest. Und somit kommt auch David Breit nicht mehr an Ball, der da auf den zweiten Ball schon gelauert hat. Langhoff hat sich den Ball zum Abschluss zurechtgelegt. Schickt seine Innenverteidiger wieder vor. Der Schiedsrichter zeigt auch an, er soll jetzt endlich spielen. Und jetzt der weite Ball auf die linke Seite. Da ist Gößweiner, der den Ball zurückspielt. Da ist Antlitz und nicht Springfeld, der links raus spielt zu Mausberger. Der mit dem Kopf zu David Breik. Doch davor kommt Way an den Ball, der den Ball zu Zuckerfakel spielt. Der den Ball versucht an Kammerbauer vorbeizulegen. Doch der passt auf und gewinnt den Ball und spielt ihn zu Niklas Kolbe. Der jetzt mit dem Langball auf die rechte Seite. Das Kevin Dickelhuber, doch der ist zu spät. Da war zumal sie früher am Ball und der schießt den Ball jetzt links ins Aus. Gut 15 Meter vor der Mittelfeldlinie. Marcel Schmitz wirft ein zu Kevin Dickelhuber. Der nimmt den Ball an. Spielt einmal auf die andere Seite zu David Breik. Der zu Lukas Kiefer. Der nochmal weiter links raus zu Mausberger. Der jetzt mit der Flanke. Doch die landet nicht bei David Breik, sondern sie war etwas zu hoch und weit und landet somit bei Langhoff, der den Ball jetzt in seinen Händen hält. Und zu Rack spielt, der zu Springfeld, der nach rechts vorne, eigentlich zu Sarrer, der landet bei Niklas Kolbe, der bei Kammerbauer und jetzt Campagna, der spielt zu Antlitz, der per Hacke zu Lukas Kiefer, dann jetzt Breik schnappt sich den Ball, spielt zu Campagna, rechts raus zu Marcel Schmitz, der jetzt zu Antlitz, wieder zu Schmitz lässt. Antlitz lässt Braun zu Schmitz, doch der Ball landet dann beim KSV. Die spielen den Ball raus. Der geht zu Gößweiner. Doch Polauk passt auf zu Kevin Dickelhuber. Jetzt Marcel Schmitz auf der rechten Seite mit der Möglichkeit, dass Antlitz das Breit. Und da ist das 1:0. Marcel Schmitz steht wunderbar frei. Kevin Dickelhuber mit dem Auge. Marcel Schmitz von rechts im Strafraum. Schiebt er den Ball links zurück. Erst an Antlitz vorbei, doch dann steht da David Breik, der eigentlich dann ins freie Schussfeld hat und den Ball dann auch rechts oben souverän einnetzt und somit 1:0 für die Stuttgarter Kickers. Zweites Saisontor für David Breik. Und die Fans des KSV sind gar nicht mit dem Schiedsrichter einverstanden. Jetzt aber der KSV mit der Möglichkeit, rechts raus zu Natscher, der jetzt kurz vorm Strafraum mit der Flanke. Doch da ist Niklas Kolbe, der Ball landet bei Brill, Brill mit dem Schuss. Doch Campagna kommt dazwischen, klärt den Ball in die Luft, der zu landet bei Mausberger und der spielt den Ball vor. Und jetzt Antlitz gegen Brill und Wey im Kopfballduell, verliert das allerdings. Und jetzt KSV kurz in der Kickershälfte und jetzt ist Einwurf für den KSV. Nein, Foul für den KSV, nachdem Mausberger Sarrara gehalten hat. Sarrara hat sich den Ball zurechtgelegt. Jetzt mit dem weiten Ball landet kann allerdings Kammerbauer rausköpfen. Jetzt der Ball bei Brill, der mit der Hereingabe zu Wey, der per Kopf verlängert. Doch da ist dann kein Spieler mehr vom KSV und der Ball landet bei Dornebusch, der den Ball sicher in seine Hände nimmt. Und jetzt noch. Und jetzt sich den Ball vor die Füße legt. Weiten Ball auf die rechte Seite, da ist David Breik. Der verlängert per Kopf, da ist Wey,
der vor Antlitz am Ball kommt, zu Brill köpft und jetzt Polauke im Kofferduell gegen Gößweiner hält ihn da etwas und gewinnt somit das Kofferduell und dagegen haben die KSV-Fans etwas. Doch jetzt wieder die Kickers am Ball. Kammerbau zu Polauke, Kammerbau zu Kolbe, zu Polauke, zu Dornebusch. Dornebusch. Mit der Ball nach vorne, doch Springfeld kommt an Ball. Jetzt die Kickers im Ballgewinn, nachdem Kiefer Zarara regelrecht bearbeitet hat. Kammerbau mit dem Ball zu Breik, der den Ball per Brust annimmt und dann gefoult wird. Und der Schiedsrichter pfeift auch dieses Foul und es gibt Freistoß für Stuttgart Kickers. Die Fans des KSV sind damit natürlich überhaupt nicht einverstanden. Kammerbau hält sich immer noch den Knöchel. Ich glaube, es ist der gleiche wie beim letzten Mal und muss jetzt auch medizinisch behandelt werden. Sieht schlecht aus. Er schlägt gerade immer wieder vor Schmerz auf den Boden. Hoffentlich kann es für ihn weitergehen. Für unseren Torschütze zum 1:0. Ja, und die reguläre Spielzeit wäre jetzt eigentlich schon vorbei. Doch aufgrund der Behandlungspausen und auch der Trinkpause wird es hier etwas Nachspielzeit mit Sicherheit geben. Jetzt ist David Breik wieder auf den Beinen. Noch etwas wackelig. Er humpelt. Und für mich sieht das gar nicht gut aus. Aber jetzt läuft es schon etwas besser. 3 Minuten Nachspielzeit. Und weiter geht es mit Freistoß. Die Stuttgarter Kickers. Kevin Dickel zu Mauersberger. Schnell ausgeführt. Doch Eva Hardy sagt, nicht bevor ich pfeife. Und pfeift Dickel Huber nochmal zurück. Da wäre Mauersberger frei vom Tor gewesen. Jetzt Dickel Huber. Gut, 30 Meter links vom Tor, jetzt mit der Hereingabe, doch den kann Rack rausköpfen. Und jetzt Campagna mit dem Kopfball-Duell zu Lukas Kiefer, der mit dem Schuss, doch der Ball landet gut 10 Meter links neben dem Tor und es gibt Abstoß für den KSV. David Breik humpelt immer noch, doch es scheint, als kann er wieder zurück in die Partie. Der Schiedsrichter lässt ihn auch wieder rein. Jetzt Campagna gewinnt gegen Sarera und gegen Rack. Das Kopfballduell. Dennoch jetzt der KSV mit der Möglichkeit. Doch Campagna passt auf zum Spielen. Ball zu Kolbe, der zu Mausberger, der zu David Breik, der links raus zu David Kammerbauer, der jetzt Ball mitnehmen zu Mausberger spielt. Mausberger wieder zu Kammerbauer. Kammerbauer versucht da Natscher zu überlupfen und zu Mausberger Berger zu spielen, doch der Ball landet im Aus und somit gibt es Einwurf für den KSV in Form von Natscher. Natscher wirft ein zu Gößweiner, der wieder von Kammerbau gehalten wird. Jetzt Sografakis mit der Möglichkeit, doch Campagna passt auf und spielt den Ball direkt zu Antlitz. Antlitz jetzt mit dem Ball, spielt links raus zu Mausberger. Ganz rechts mit dabei ist auch Kevin Dickelhuber. Doch Mauersberger wird direkt schon wieder von Sografakis angelaufen, spielt zu Marcel Schmitz, auch mit da vorne ist, und Antlitz legt sich den Ball zu weit nach vorne und der Ball landet beim KSV, bei Sografakis und bei Sarara und der Ball ist im Aus, nachdem Marcel Schmitz Sarara unter Druck gesetzt hat und den Ball ins Ausgespielt hat.
Nacer mit dem Einwurf zu Rack, der mit dem Ball vor zu Zografakis, doch der Zografakis kommt hier am Ball, sondern Luci Campagna, der spielt zu David Breik, der wird wieder von hinten geschuckt und somit gibt es auch verdient den nächsten Freistoß für Stuttgarter Kickers. Freistoß ist ungefähr auf Höhe der Mittellinie. Knapp. Gerade noch so in der gegnerischen Hälfte. Niklas Kolbe legt sich den Ball zurecht. Und spielt rechts raus zu Kevin Dickelhuber, der allerdings nicht an Ball kommt, sondern der Ball kommt zu Cemalci, der den Ball ins linke ausköpft. Und jetzt gut 10 Meter vor der Eckfahne gibt es Einwurf für die Stuttgarter Kickers in Form von Marcel Schmitz. Marcel Schmitz wirft zurück zu Kevin Dickelhuber, der mit der Hereingabe zu Antlitz, doch bevor der Ball überhaupt ankommt, pfeift der Schiedsrichter ab. Und somit geht's mit 1:0 für die Stuttgarter Kickers in die Pause auf die Blaue. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit der Partie KSV Hessen-Kassel gegen die Stuttgarter Kickers. Jetzt gerade ein etwas unschöner Moment. Denn mit der ersten Halbzeit war der KSV unzufrieden. Erstmal die 1:0 Rückstand, den sie jetzt in der zweiten Halbzeit aufholen können. Und dann waren sie auch noch mit den Schiedsrichtern nicht einverstanden. Der KSV wechselt allerdings gleich zwei neue Spieler. Einmal die Nummer 17, Alban Meha, ein ehemaliger Kickerspieler, der in der U19 bei uns war, und die Nummer 26, Nils Stendera. Vom Feld gegangen sind die Nummer 25, Niklas Zografakis, und der zweite habe ich nicht mitbekommen, werde ich gleich durchgeben, sobald ich es weiß oder man es auf der Videotafel sieht. Und es spielt wieder die Stuttgarter Kickers an, was mich verwundert. Und es gibt deshalb auch zu Recht Protest der Spieler des KSV. Kevin Dickelhuber sagt allerdings einfach weiter so, wie es der Schiri gesagt hat, und spielt dann jetzt wahrscheinlich auch fair den Ball zum KSV nach Anpfiff. Der Schiedsrichter bespricht sich gerade noch mit seinen Assistenten. Und los geht die zweite Hälfte. Kevin Dickelhuber spielt natürlich ganz sportlich den Ball zum KSV. Der landet bei Langhoff, der zu Wey, der mit dem weiten Ball nach vorne. Da kommt Marcel Schmitz per Kopf hin. Der Ball landet allerdings bei Brill, der bei Breuling, der zu Gößweiner. Und jetzt der Ball wieder bei Brill. Doch Campagna kommt sich in den Passweg dazu schnell, gewinnt den Ball, spielt zu Antlitz, der zu Breik. Breik kann den Ball behalten, doch Antlitz liegt am Boden, wurde da von Springfeld getroffen. Der Ball ist allerdings auf der linken Seite bei Mauersberger. Kammerbau überläuft ihn, Mausberger versucht sich durchzusetzen, verliert allerdings den Ball gegen Zarrera, und der Ball landet bei Luigi Campagna, dessen Ball landet nicht bei Kevin Dickelhuber, sondern bei Breuling, und der verliert den Zweikampf gegen Kevin Dickelhuber, der den Ball allerdings ins Aus spielt, und somit gibt es Einwurf für den KSV. Cemalci wirft ein, kommt auch sofort den Ball zu Brill. Der geht ein paar Meter, jetzt die Möglichkeit zu schießen, legt aber links raus zu Breuling, der nochmal eins weiter links raus zu Cemalci, der mit der Hereingabe, doch da ist Niklas Kolbe mit dem Fuß, spielt den Ball raus, der landet bei Brill, doch dessen Ball landet wieder bei Campagna, und der schießt den Ball zurück für die Mittellinie, doch da steht Wey, und jetzt Gößweiner versucht an Polauke vorbeizukommen, und Polauke
erwischt Jesweiner. Somit gibt es Freistoß für den KSV. Gut 21, 22 Meter Entfernung vom Tor. Leicht links, aber ziemlich zentral. Da legt sich der neu ins Spiel gekommene Alban Meha den Ball zurecht. Auch ein ehemaliger Bundesligaspieler, der bei Paderborn ein Jahr in der Bundesliga gespielt hat, legt sich den Ball zurecht. Eine Dreimannmauer gibt es von Kickers bestehen. Eine Viermannmauer aus Dickelhuber, Kolbe, Antlitz und Breik. Dornenbusch stellt die Mauer zurecht. Und Meha schießt durch die Mauer und mittig ins Tor. Da ist Dornenbusch chancenlos, weil die Mauer nicht richtig steht. Und somit steht es jetzt 1:1. Bitter, weil gerade so ein Schuss abwehren. Und man hätte abwehren können. Der Ball geht durch die Mauer, wird dadurch abgefälscht. Und Dornenbusch springt schon in die linke Ecke. Doch der Ball geht rechts an ihm vorbei und kullert ins Tor. Bitter. Aber somit jetzt 1:1. Tor von Alban Meha. Antlitz hat sich den Ball zum Anschluss auch schon bereitgelegt. Es geht weiter. Campagna, Kolbe, vor zu Mauersberger. Der wird doch nachher kommt vorher am Ball und spielt den Ball ins Aus. Jetzt Kammerbauer mit dem Einwurf. Gut 15 Meter in der gegnerischen Hälfte zu Mauersberger. Der kann den Ball annehmen. Jetzt im Zweikampf kann sich erstmal durchsetzen, doch der Ball landet dann nicht bei Antlitz, sondern bei Kassel, die jetzt auf dem Vormarsch sind. Schon gut 25 Meter vor unserem Tor. Jetzt der Ball rüber zu Bräuling eigentlich. Marcel Schmidt fälscht ab und dann ist da ein Spieler von Kassel. Das dürfte der neu eingewechselte Nils Stendera sein, der da zum Abschluss kommt. Der Ball geht allerdings links am Tor vorbei. Und jetzt Dornenbusch mit dem Abschlag kurz zu Polauke, der mit dem weiten Ball nach vorne, da steht David Breik auf der rechten Seite, versucht zu verlängern, doch da ist Weyer, bevor Antlitz am Ball kommt, der spielt zu Brill, dessen Ball landet allerdings bei Lukas Kiefer und der spielt zurück zu Felix Dornenbusch, der jetzt mit dem weiten Ball hier nach vorne, da ist Kammerbauer, der kann den Ball auch verlängern, aber etwas zu weit und somit kommt Weyer an den Ball und schlägt den Ball wieder in die Hälfte der Kickers und geht jetzt, springt einmal auf und geht dann gut 15 Meter vorm Tor aus, in Seiten aus. Die Kickers machen von Marcel Schmitz einen schnellen Einwurf, der kommt zu Wey, der spielt ihn wieder raus, die werfen sofort wieder ein und dann gibt Mauersberger Wey einen kleinen Körperkontakt und der fällt sofort zu Boden und es gibt Freistoß für den KSV. Gut 5 Meter links neben dem Strafraum, gut 5 Meter vor dem Tor aus, legt sich Langhoff den Ball zurecht und schlägt den Ball jetzt weit nach vorne auf die linke Seite. Da ist Stinera, der köpft sein verlängerter Kopfball, gelangt allerdings zu Kolbe, der zu Kammerbauer raus und Kammerbauer jetzt schon wieder relativ weit vorne, spielt zu David Breik, der zu Mauersberger, Mauersberger mit der Drehung, dem Schuss und in Langhoffs Hände. Die nächste Möglichkeit, schön von drei, kommt da an der 16er Linie entgegen, spielt per Einkontakt zu Mauersberger, der dann aus der Drehung mit dem Torabschluss noch Langhoff pariert den Ball. Und jetzt wieder weiter Abschlag zu Gößweiner, doch Marcel Schmitz kommt vorne am Ball, spielt zu Lukas Kiefer, der dann Kevin Dickelhuber, wieder Marcel Schmitz, da ist Antlitz zu Lukas Kiefer, der rechts raus zu Marcel Schmitz. Noch der Ball war etwas zu weit und der Ball ist bei Langhoff, der den Ball schon wieder rausspielt zu Cemalci, der zu Gößweiner, der wird von Polauke sofort angegangen und Polauke verwischt da etwas Gößweiner am Fuß und es gibt Freistoß für den KSV kurz vor der gegnerischen Hälfte. Stinera, nee, Cemalci führt auch schnell aus. Das ist Herrera, der mit der Hereingabe jetzt. Und da zieht Kammerbauer Gößweiner zu Boden, der da
an Kopfball, der da köpfen möchte. Und es gibt 11 Meter für KSV. Das sieht jetzt hier auf einmal ganz schlecht aus für die Kickers. Mausberger beschwert sich auch noch. Meha hat sich den Ball zurechtgelegt. Der Neue in die Partie kam, schon mit dem Freistoß zum 1-1 ausgleichen konnte und jetzt die Möglichkeit hat, auf 2-1 für den KSV zu erhöhen. Dornebusch kann den Ball nicht halten. Links oben ins Eck. Dornebusch springt zwar in die richtige Ecke, doch der Ball geht dennoch rein und somit steht es jetzt auf einmal hier 2-1 für den KSV nach noch nicht mal 10 gespielten Minuten in der zweiten Hälfte. Sehr bitter für und Kicker-Fans. Anstoß für die Stuttgarter Kickers Antlitz zu Campagna. Der rechts von Marcel Schmidt. Der vor. Doch der Ball kommt nicht zu David Breik, sondern der kann den Ball abfangen. Doch dann kommt der Ball wieder zurück. Und Dickelhuber gewinnt den Ball. Und spielt zu Kolbe, der links raus zu Kammerbauer. Kammerbauer jetzt mit dem Ball zu Antlitz. Der kann den Ball abrannen lassen. Doch da steht dann kein Kickerspieler mehr. Und jetzt die letzte Kassau. Eigentlich mit dem Gegenangriff, doch da liegt noch die Nummer 31, Maurice Springfeld, am Boden. Hat er wahrscheinlich gerade im Zweikampf mit Antlitz sich leicht verletzt und somit spielt der KSV den Ball ins Aus. Aber Springfeld muss nicht behandelt werden und somit Antlitz weitergeht mit Einwurf. Kammerbauer zu Kolbe und Kolbe spielt ganz fair den Ball zum KSV zu Langhoff. Jetzt Langhoff mit dem Ball in seinen Händen, schickt die beiden Innenverteidiger vor, verlangt das Feldspiel ein bisschen auf die linke Seite. Jetzt der weiter Ball zu Gößweiner, der kann den Ball auch annehmen diesmal, doch danach nach Mea und nach Gößweiner landet der Ball bei Kolbe, der zu Schmitz, der zu Breik, der nicht mit dem Kopf hinkommt, dafür Meha, der zu Meha und der jetzt raus zu Nacer, der spielt zurück zu Springfeld, der zu Brill, der zu Meha, der zu Meha und der jetzt mit dem Ball auf die rechte Seite, da ist Nacer, der zu Stinera und jetzt ist das Zarrera gegen Kolbe, doch Zarrera spielt den Ball in Seiten aus und somit gibt es einen für die Kickers gut 15 Meter vor der Eckfahne. Kammerbauer wirft weit ein, da wäre Antlitz, doch da kommt nicht der Ball und jetzt wieder der KSV im Ballbesitz. Brill, aber da kann Kiefer dazwischen und der Ball landet bei Campagna. Bei Antlitz jetzt wieder Kiefer vor. Da ist David Breik, der kann den Ball stoppen. Doch dann kommt nicht Antlitz oder Kiefer an Ball, sondern Stendera. Aber davor hat sich bei einem Kopfballduell ein Verteidiger von KSV, ich glaube es ist Kenny Weyha, verletzt, ist am Boden. Aber es geht jetzt mit 1-0 für die Kickers weiter. Mausberger steht schon bereit, jetzt einzuwerfen und wirft fair zum KSV. Springfeld jetzt am Ball mit dem weiten Ball nach rechts vorne. Da ist Kammerbauer und jetzt Campagna, der mit dem weiten Ball auf die rechte Seite. Und da kommt Kevin Dickluber an Ball. Dreht sich da weg und da verletzt sich der gegnerische Spieler. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich es verstehen kann. Foul war es auf jeden Fall nicht. Der gegnerische Spieler liegt immer noch am Boden. Und jetzt gibt es Freistoß für den KSV, nachdem
der durchgelaufene Marcel Schmidt, da Bea gefoult hat. Bei den drei anderen Partien der Regionalliga Südwest führt Hoffenheim 1-0 in Homburg, Barock SG Barockstadt Fulda führt 2-0 in Freiberg und FSV Frankfurt führt 2-1 in Balingen bei der TSG Balingen. Das dürfte Cemalci sein, der sich vorhin im Zweikampf mit Kevin Dickelhuber verletzt hat. Ja, das ist er und er muss jetzt nach der Behandlung kurz raus und es geht weiter mit Freistoß für den KSV nach von Marcel Schmitz am Weyer. Langhoff schlägt den Ball weiter, steht Kiefer und Meha. Meha verlängert per Kopf, doch der Ball landet bei Marcel Schmitz. Er zu Polauke, der wird von Gößweiner angelaufen und spielt zurück zu Dornebusch. Dornebusch mit dem Ball links raus, eigentlich zu Kammerbau, doch der Ball war zu hoch und so weit und somit gibt es jetzt 1-0 für den KSV. Eigentlich ungewohnt, dass Dornebusch Bälle mal nicht ankommen. Aber weiter geht's. Einwurf in Form von Natscher zu Gößweiner. Der kann den Ball nicht behaupten. Mausberger am Ball zu Antlitz. Der kann sich allerdings, kommt allerdings nicht am Ball und grätscht nur. Da Springfeld um und es gibt die erste gelbe Karte für die Pickers für Niklas Antlitz. Springfeld ist jetzt auch wieder auf den Beinen. Es geht für ihn weiter. Jetzt Sarera hat sich den Ball zurechtgelegt. Spielt kurz zu Natscher rechts raus. Der wieder zu Sarera. Oder Meha ist das. Und der jetzt per Außenriss mit der Hereingabe. Doch Kevin Dicknuber verlängert per Kopf. Und der Ball landet im Außen. Und es gibt die Ecke Nummer 2 für den KSV Hessen-Kassel. Meha hat sich wieder den Ball zurechtgelegt. Mit der Hereingabe und Niklas Kolbe sticht heraus und köpft den Ball raus. Jetzt Stendera rechts raus. Jetzt wieder Stendera rechts seitlich vom Strafraum. Immer noch am Ball. Spiel zu Cemalcic. Der wird von Breik unter Druck gebracht und er spielt den Ball zurück zu Langhoff. Der spielt zu Prill, der jetzt auf Höhe des Mittelkreises spielt zu Cemalci, der den Ball sich etwas zu weit vorlegt, den Ball dennoch unter Kontrolle bekommt und Niklas Antlitz nicht am Ball kommt. Jetzt wieder der Ball zu Cemalci. Jetzt links auf Höhe der Mittellinie mit dem Ball nach, weit nach vorne, doch zu Stendera eigentlich, doch da war Kolbe. Der lässt den Ball allerdings durch und der Ball kommt dann zu Kammerbau, der den Ball zu Dornenbusch köpft, den Ball jetzt sich in seinen Händen hält. Dornebusch wird auch sofort von Gößweiner angelaufen. Spielt links raus zu Kolbe, der jetzt erstmal kurz Zeit hat, dann den Ball weit nach vorne bringt zu David Breik, der den Ball annehmen kann, dann allerdings zu Boden fällt. Der Ball kommt zurück zu den Kickers, zu Campagna, zu Kolbe, der jetzt weit rechts raus. Da ist Kevin Dickelhuber, doch Cemalci kommt dazwischen, kann den Ball köpfen. Da ist Sarara und der kann sich erstmal gegen Lukas Kiefer behaupten und wird dann von ihm gefoult. Somit gibt es Freistoß für den KSV. Ungefähr 10 Meter vor der Mittelfeldlinie und 10 Meter vor der linken Seite, vom linken Seiten aus. Ja, mit dem Ball weit nach rechts, da ist Gößweiner, der kommt auch mit dem Kopf hin, doch dann steht da Paul Lauke richtig und klärt den Ball raus. Dann
ist, dass Campagna den Ball nicht klären kann, dann Prill, aber jetzt wieder die Kickers den Ball besitzen und Lukas Kiefer wird hier richtig bearbeitet. Spielt den Ball nach vorne, da wäre kein Kickerspiel gewesen, noch davor gibt es einen Foul und das gibt dann auch die gelbe Karte für Stendera, den in der Pause neu reingekommenen Spieler. Jetzt Campagna führt den Freistoß aus zu Niklas Kolbe. Jetzt sind alle Kickerspieler bis auf Dornover schon in der gegnerischen Hälfte. Kammerbauer links. Jetzt Breik ist mal ein bisschen vorgerückt zu Antlitz. Und der kommt gar nicht erst am Ball, sondern Weha. Und den spielt den Ball ins linke Seiten aus. Jetzt Kammerbauer gut 20 Meter vor der gegnerischen Eckfahne entfernt zu Mauersberger. Mauersberger immer noch am Ball, spielt zurück zu Kolbe. Jetzt 10 Meter in der gegnerischen Hälfte steht zu Campagna, der wieder zu Kolbe, der jetzt etwas zurückgeht, weil da Gößweiner und Meha sehr viel Druck machen. Jetzt Kolbe mit dem Ball eigentlich zu Kiefer oder Mausberger, doch da steht Brill und jetzt mit dem Ball gewinnen. Jetzt Natscher mit dem weiten Ball eigentlich zu Gößweiner, doch da steht Polauke, der Ball wieder zurück und jetzt das bisher noch nicht gegebene Foul von Luigi Campagna, der sich da an Meha stützt zum Kopfballduell. Und der Ball landet im Seitenaus und es gibt einen für die Stuttgart Kickers. Kammerbauer zurück zu Kolbe, der jetzt gut 20 Meter vor der gegnerischen Hälfte steht. Zu Kammerbauer, wieder zu Kolbe. Jetzt Kolbe mit dem weiten Ball auf die rechte Seite. Da wäre Kevin Dickelhuber, aber auch Cimalci, der den Ball per Kopf annimmt. Eigentlich zu Sarrera spielen möchte, doch der Ball ist zu weit und landet bei Paul Polauke. Der zu Luigi Campagna und der zu Kolbe. Jetzt Kolbe mit dem weiten Ball nach vorne zu Niklas Antlitz, der verlängert zu David Breik. David Breik jetzt mit der Hereingabe, doch da ist Cimalci und nicht Kevin Dickelhuber. Und dann verliert Kammerbau gegen Meha das Kopfballduell und jetzt Bräunling mit dem Vormarsch auf Gößweiner, der jetzt wieder Gößweiner am Ball, spielt zurück zu Stendera und der zurück zu Langhoff, der jetzt mit dem weiten Ball nach vorne da ist, aber kein KSV-Spieler, sondern nur Paul Polauke, der jetzt mit der weiten Ball nach vorne, da ist David Breik, verlängert per Kopf. Doch der Ball kommt zu Weha und der schießt den Ball ins linke Seiten aus, ungefähr 20 Meter vor der gegnerischen Ecke. Wirft jetzt Kammerbauer ein, kurz zu Mauersberger. Mauersberger wird da regelrecht bearbeitet. Jetzt mit dem Ball zu Kammerbauer, doch der Linienrichter zeigt abseits an was. Wahrscheinlich was auch stimmt. Und Mauersberger beschwert sich da beim Schiedsrichter, der hat gedacht, es gäbe Freistoß. So stark wie er sich beschwert, muss er eigentlich aufpassen, dass er keine gelbe Karte bekommt. Und Langhoff legt sich den Ball nochmal 2 Meter mindestens nach vorne. Und jetzt gibt es auch die ersten Wechsel bei den Stuttgarter Kickers. Neu ins Spiel kommt Nico Blank für Luigi Campagna und Loris Meyer für Lukas Kiefer. Also einmal die zentralen Mittelfeldspieler durchgewechselt, die auch sehr viel geackert haben. Und jetzt kann es weitergehen. Noch gut 25 Minuten zu spielen. Jetzt Langhoff mit dem weiten Ball auf die rechte Seite. Da ist Mauersberger, der köpft zu Antlitz. Doch der kommt nicht am Ball, sondern Springfeld. Der Ball kommt dann. Dann kommt Loris Meyer an Ball. Doch der köpft den Ball nur an Seiten aus. Und es gibt einen Wurf für den KSV. Nachher jetzt mit dem Einwurf zu Gößweiner,
der zu Stendra und der wieder raus zu Nacer, der wieder zu Meha, der Ball kommt dann allerdings zu Kammerbeuter, der zu Kolbe, jetzt geht Kolbe ein paar Meter nach vorne, spielt Mausberger an, der zu Kammerbauer, der zu Breik, der zu Blank und der zu Loris Meyer zu Marcel Schmitz, der hat jetzt Platz und der kann es jetzt auch mal direkt probieren, schießt allerdings nur Weyand, doch immer noch am Ball, jetzt zu Loris Meyer mit dem Schuss, aber links vorbei und da liegt jetzt Brill, der Kapitän, wenn ich es richtig sehe, am Boden, aber er steht wieder auf, er hält sich noch etwas den Fuß und noch ein Spieler, Cemalci, steht auch noch, liegt auch noch am Boden, aber ist jetzt auch wieder auf den Beinen und jetzt kann es weitergehen mit Abstoß vom Verlangenhof. Da wurde es auf einmal kurz richtig gefährlich, nachdem Mausberger viel Platz hatte. Ersten Versuch wurde abgeblockt, der Ball sprang wieder zu ihm, der konnte dann zu Loris Meyer spielen, der bei ungefähr beim Elfmeterpunkt war, sich drehen konnte und zum Abschluss kam, der Ball ging allerdings flach links neben das Tor vorbei. Jetzt wieder nach einem langen Ball, die Kickers, Ball gewinnt, wollten eigentlich zu Marcel Schmitz spielen, doch der verliert den Ball gegen Bräunling, aber gewinnt den Zweikampf und es gibt Einwurf für den KSV, gut ein Meter vor der Eckfahne. Und Bräunling schnappt sich erst den Ball, wirft ihn dann zu Cemalci, doch der schnappt sich einen neuen Ball und der wirft jetzt weit ein. Da ist Gößweiner, hinter ihm Polauke, der spielt zurück. Doch da ist kein KSV-Spieler mehr, sondern nur Kevin Dickelhuber, der jetzt rechts raus spielt zu David Breik, der eigentlich dort nicht mit dem Ball gerechnet hat, den Ball allerdings behaupten kann. Und dann Meha den Ball ins Ausspiel und es gibt Einwurf für die Kickers. Marcel Schmitz ungefähr auf Höhe der Mittelfeldlinie jetzt. Wirft zu Niklas Antlitz, der zu David Breik, der legt sich den Ball zu weit nach vorne und da war Mausberger kurz davor, an Ball zu kommen, doch jetzt wieder der KSV im Vormarsch, da probieren sie Bräunling links anzuspielen, doch Schmitz passt auf und spielt den Ball in Seiten aus und es gibt Einwurf für den KSV, für der Mittelfeldlinie. Cemalci hat sich den Ball geschnappt, wirft weit ein zu Gößweiner, doch da ist und Gößweiner kommt auch an den Ball, spielt zu Meha, der zu Bräunling, doch da ist Paul Polauke, der spielt den Ball wieder raus, da ist Cemalci, der den Ball versucht auf die linke Seite zu spielen, doch Zachera erreicht den Ball nicht und somit ist unser Kammerbauer am Ball, spielt links vor zu Loris Meyer, der wieder zu Kammerbauer kann den Ball allerdings einmal kurz mitnehmen und verliert ihn dann allerdings und jetzt KSV im Vormarsch mit Bräunling, spielt raus zu Nacer, der stand allerdings in Abseits, weiß es auch selber und geht gar nicht erst am Ball, somit gibt es Einwurf für die Kickers. Kammerbauer wirft schnell ein zu Kolbe, der jetzt zu Nico Blank, der links raus zu Kammerbauer und der wieder zurück zu Niklas Kolbe. Ja, jetzt tun sich die Kickers auf einmal doch etwas schwerer. Polauke jetzt mit dem weiten Ball nach vorne, da ist Antlitz, der kommt allerdings nicht am Ball, somit kommt Beja an Ball, dann Köpfen, doch der Ball gelangt dann zu Mausberger, der zu Schmitz, der zu Blank, der wieder zu Mausberger, der wieder rechts raus zu Schmitz, Schmitz mit der Chance zu flanken, da wäre auch David Breit gewesen, doch Beja kommt da gerade noch so per Kopf hin und es gibt Ecke Nummer 8 für die Stuttgarter Kickers. Diesmal das erste Mal von der rechten Seite. Diesmal eine Angelegenheit für Kevin Dickelhuber, der gegen TuS Koblenz eine Ecke direkt verwandeln konnte. Und jetzt wieder Kevin Dickelhuber von rechts. Was macht er? Ball kommt auf den zweiten Pfosten. Da wäre David Breit gewesen. Der Ball war allerdings so hoch. Der Ball springt raus. Da ist David Kammerbauer. Da ist Niklas Kolbe. Der Breiter kommt wieder zurück. Und der Ball gelangt zu Nico Blank, der mit dem Schuss aus 30 Metern. Und der Ball geht ein gutes Stück über das Tor und es gibt Abstoß für den KSV. Langhoff legt sich den Ball zurecht, schickt seine beiden Innenverteidiger wieder vor. Und
und jetzt mit dem weiten Ball nach vorne. Da ist Gößweiner, aber auch Nico Blank, der da mit dem Kopf hinkommt. Dann gelangt der Ball nach Verlängerung von Nico Blank zu Niklas Kolbe, der zu David Kammerbauer. David Kammerbauer jetzt auf der linken Seite ziemlich weit vorne, doch spielt den Ball wieder zurück zu Niklas Kolbe, weil er alle Anspielstationen zustellt. War Niklas Kolbe mit der Verlagerung auf rechts zu Marcel Schmitz. Der jetzt mit dem Ball zu Nico Blank. Der muss aufpassen, er wird vom Bräunling von hinten angelaufen, doch er sieht das. Und mit einer geschickten Täuschung kann er sich dagegen verteidigen. Jetzt Niklas Kolbe mit dem Ball zu David Breik, doch David Breik kommt nur gerade so an den Ball. Und der Ball springt ihm ins Tor aus und es gibt Abstoß für KSV. Und KSV wechselt jetzt auch vom Feld, geht die Nummer 25, Cornelius Bräunling, Zografakis. Ins Spiel kommt die Nummer 7, Kang Min-Chi. Langhof mit dem Abschlag. Spiel ist nach rechts verlagert, da kommt der Ball auch hin. Da wäre Gößweiner, aber auch Kevin Dickelhuber, der zu David Streik, doch Brill kommt da vorhin und spielt zu Nacer, der schlägt vor zu Kammerbauer. Jetzt verliert den Ball, doch Nico Blank gewinnt den Ball wieder. Und jetzt Kolbe zu Polauke. Polauke rechts raus zu Marcel Schmitz. Marcel Schmitz jetzt nach vorne zu Antlitz, der köpft in die Mitte, doch da steht kein Spieler von den Kickers. Und Stendera tut den Ball unter Druck wieder zurück zu den Kickerspielen, zu Paul Polauke und Niklas Kolbe, der jetzt links rausspielt zu Mauersberger. Mauersberger jetzt gleich mal gegen Min-Chi ins 1 gegen 1 geht und holt einen Einwurf raus. David Kammerbauer wirft schnell ein, zurück zu Niklas Kolbe, der gerade noch so in der gegnerischen Hälfte steht. Jetzt mit dem Ball nach vorne, doch da steht nur Brill, der zu Gößweiner. Gößweiner stellt seinen Körper rein, kann sich so. Und so kann Nico Blank Gößweiner nur mit einem Foul stoppen. Und es gibt Freistoß gut 10 Meter vor der Kickershälfte für den KSV. Feld hat sich den Ball zurechtgelegt, spielt rechts raus zu Stendera, der zu Nacer direkt per Einkontakt zu Min-Chi, doch der verliert den Ball, der Ball springt zu Mausberger, zu Dickelhuber und der zu jetzt zu Kolbe, der spielt wieder links raus zu Kevin Dickelhuber, der gerade auf der Linksverteidigerposition spielt, der spielt Breik an, der spielt Mausberger, der zentral steht, der wieder zu Kolbe zurück und jetzt ist da Marcel Schmitz frei. Der kommt per Kopf, köpft dazu Loris Meyer. Loris Meyer jetzt am Ball und wird von Sarera gefoult. Und es gibt Freistoß. Polauke kann es nicht fassen, dass Savea gerade noch den Ball weggeschossen hat. Ihm. Der Schiedsrichter hat es allerdings nicht bemerkt. Und es gibt Freistoß von der rechten Seite. Gut 20 Meter außerhalb, aber vom. Aber. Gut 30 Meter von der Türmitte entfernt, aber dennoch legt sich Kevin Dickelhuber den Ball zurecht. Er hat ja einen starken Linken und bringt den Ball rein. Da ist Paul Polauke und Glanzparade von Langhoff. Polauke bringt den Ball wunderbar aufs Tor. Unter die Latte, doch Langhoff streckt sich und kommt gerade so mit den Fingerspitzen hin und kann den Ball über die Latte parieren. Und somit gibt es Ecke Nummer 9 für die Stuttgarter Kickers, diesmal wieder von links, eine Angelegenheit für Mauersberger. Mauersberger mit der Hereingabe, der kommt viel zu flach und so kann Nacer den Ball schnell rausspielen. Der Ball ist dann zu Kammerbauer gelangt, der von Min-Chi unter Druck gebracht wurde, der spielt zu Marcel Schmitz, zu Nico Blank, der Nico Blank gleich wieder mit dem langen Ball nach vorne, da ist immer noch Paul Polauke vorne und jetzt ansetzt man einfach mit dem Abschluss, jetzt Loris Meyer die Möglichkeit zum Abschluss.
verliert allerdings nicht den Ball. Und jetzt Kevin Dickelhuber mit dem Abschluss, doch da kann Cimaci gerade noch so den Ball ablocken. Jetzt Zarera im Gegenangriff zu Gößweiner, der spielt zu Springfeld und der zu Minci, der wieder zu Springfeld, der versucht da Meha oder so anzuspielen auf der rechten Seite, doch da steht noch Marcel Schmitz, der köpft den Ball zu Dornebusch, der spielt direkt zu Niklas Kolbe, der ein paar Meter nach vorne geht, Nico Blank anspielt und wieder Kolbe zu Polauke, raus zu Marcel Schmitz wieder zu Polauke zu Kolbe zu Kevin Dickelhuber wird hier von Brill gehalten, das Ganze sieht auch der Schiedsrichter und es gibt Freistoß. Blank schnappt sich den Ball, möchte schnell ausführen, doch es gibt noch eine kurze Trinkpause, bevor Blank ausführen konnte. Jetzt kommt ein neuer Spieler ins Spiel für den KSV. Es ist Nasui Noah Jones, der auch schon ein Saisontor erzielen konnte. Für ihn vom Platz gegangen ist Gößweiner. Jetzt Kolbe mit dem Langball zu Kevin Dickelhuber, der verlängert zu Mausberger, doch der verliert den Ball. Und jetzt Ming-Chi mit dem Ball nach vorne, eigentlich zu Jones, doch der war zu weit und landet bei Kolbe, der spielt zu Dornebusch. Jetzt Dornebusch am Ball, rechts raus zu Paul Polauke. Der spielt zu Marcel Schmitz versucht nach vorne zu flanken, doch Sarera wirft sich in den Schuss und es gibt Einwurf für die Kickers von Marcel Schmitz, gerade noch so in der gegnerischen Hälfte. Der Schiri pfeift ihn allerdings etwas zurück, wirft zu Mauersberger ein, wieder zu Schmitz, zu Blank, zu Mauersberger. Mauersberger möchte verlängern, doch Sarera ist dazwischen und es gibt den nächsten Einwurf, diesmal zu Antlitz zu Blank, der zu Marcel Schmitz, der läuft, versucht durchzulaufen und Cimaci kann den Ball ins Ausklären, Schmitz schnell mit dem Anwurf zu Antlitz, wieder zu Schmitz mit der Hereingabe, da wäre David Breik, doch der Ball ist zu weit und landet somit bei Langhoff in den Händen, der heraushechtet und den Ball sicher fängt. Jetzt der Ball bei Springfeld zu Stendera. Stendera kann sich gegen Dickelhuber durchsetzen, der da ins Nichts grätscht zu Springfeld. Mausberger kann Springfeld Flanke nach vorne abfangen und der Ball landet wieder bei Springfeld und bei Langhoff. Langhoff jetzt mit dem weiten Ball nach vorne rechts. Da wäre Jones, aber der Ball geht davor in Seiten aus und es gibt einmal für die Blauen. Da hatte Kammerbauer schon eingeworfen, aber es gibt die nächsten Wechsel für die Stuttgarter Kickers. Ins Spiel kommen Konrad Riele und Daniel Kalajdzic, vom Feld gehen die Nummer 38 Mauersberger und die Nummer 22 David Breik. Nach Einwurf haben Kolbe und Polauke weitergeleitet zu Schmitz, der wieder zu Polauke, dann verliert Nico Blank den Ball und jetzt wieder KSV im Ballbesitz zu Nazer, der zu Langhoff und der mit dem weiten Ball nach vorne, da ist Minci, kann sich aber nicht gegen Kammerbauer und Kolbe durchsetzen und der Ball landet bei Polauke, der rechts rausspielt zu Schmitz zu Loris Meyer zurück zu Polauke.
und Polauke zu Dornenbusch. Der weite Ball vor, da wäre Antlitz, aber auch Wehr, der köpft den Ball raus und da kommt Marcel Schmitz am Ball und Nico Blank, der kommt gerade noch so am Ball, doch der Ball geht in Seiten aus und es gibt Einwurf für den KSV. Ja, mittlerweile ist Kevin Dickelhuber in die Mitte, ins zentrale Mittelfeld gerückt und Loris Meyer ist für ihn rausgerückt. Jamalci wirft weit ein, da der Ball landet allerdings bei Marcel Schmitz, der ihn rausköpft und der landet bei Springfeld, der ihn zurückschießt zu Dornenbusch. Der zu Kolbe. Und Kolbe schießt den Ball in Seiten aus, weil da, wenn ich es richtig sehe, Springfeld am Boden liegt und ein Krampf hat. Kevin Dickelhuber hilft ihm schon. Jetzt ist natürlich auch eine Gelegenheit für die Spieler, dass sie kurz was trinken. Bei diesem warmen 30, 31 Grad und diesem schwülen Wetter ist es echt nötig. Deswegen trinke ich auch ab und zu, gerade auch weil ich heute alleine bin und dann umso mehr reden muss. Nacer wirft zu Minchi und der spielt zurück zu den Kickers, zu Dornenbusch, der direkt zu Kolbe. Kolbe wieder zu Dornenbusch. Dornenbusch jetzt mit dem weiten Ball nach vorne. Da ist Kevin Dickelhuber, der verlängert per Kopf zu Niklas Antlitz. Der versucht in eine Bewegung Ball, irgendwie an Ball zu kommen. Erwischt da aber Kenny Lenny. Es gibt Freistoß für den KSV. Ungefähr 25 Meter vor der Kickershälfte. Langhoff legt sich den Ball zurecht. Ball kommt nach vorne zu Meha. Loris Beil geht hoch, doch kommt nicht am Ball. Der Ball landet bei Meha. Meha, der jetzt zu Cemalci, der versucht Jones zu schicken. Doch der Ball war zu weit und der Ball landet bei Dornenbusch, der sofort den Ball zu Kolbe spielt. Der mit dem weiten Ball vor zu Kyle Lajcic. Der verliert allerdings den Ball, kann ihn nicht richtig annehmen. Der Ball landet bei KSV. Und die haben erstmal den Ball gegen Kickers verloren, dann wieder gewonnen. Und jetzt Paul Polauke am Ball, spielt zu Nico Blank. Nico Blank links raus zu Kammerbauer. Kammerbauer zu Dickelhuber. Jetzt wieder Kammerbauer, versucht wieder Dickelhuber anzuspielen. Doch der Ball gelangt in Seitenhaus und es gibt einen für den KSV. Und es gibt den nächsten Wechsel für den KSV. Vom Platz geht Springfeld, der gerade eben schon einen Krampf hatte. Für ihn ins Feld kommt die Nummer 2, Alexander Miesbach, der die ersten beiden Spiele ja auch schon Stamm gespielt hat und jetzt eingewechselt wird. Jetzt wirft Nacer den Ball ein zu Jones, der verlängert zu Minchi. Der wird von Blank beackert und so kann Riele den Ball zu Kolbe spielen. Der spielt rechts raus zu Polauke, der zu Schmitz und der zurück zu Dornenbusch, weil er von Sarrera unter Druck gesetzt wird. Jetzt Kolbe zu Polauke. Polauke zu Schmitz. Schmitz zu Polauke.
Ja, und KSV macht es eigentlich echt gut. Sie stellen uns richtig gut zu. Deswegen tun wir uns auch immer schwer, einen Ball vorzuspielen. Jetzt Kolbe mit dem weiten Ball vor zu Antlitz, der sogar leitet. Verleitet kann den Ball aber nicht richtig mitnehmen. Und Miesbach gewinnt den Ball, der zu Nacer. Der wird von Kammerbau unter Druck gesetzt. Kann den Ball aber noch zu Langhoff zurückspielen. Der spielt sofort wieder raus zu Jones. Doch davor kommt Kolbe an Ball. Spielt den Ball zurück. Das ist Stendra, der jetzt an Ball ist. Nach Kolbes Schuss. Nach vorne Abwehr. Der spielt zu Langhoff und der spielt zu Minchi, der sich hier gegen David Kammerbau durchsetzen kann. Der spielt links raus zu Cemalci. Der wird von Schmitz unter Druck gesetzt, kann aber immer noch zu Sarrea spielen. Der zu Meha. Meha jetzt mit einem Schussversuch zu Dornenbusch. Doch diesen Ball hat Dornenbusch sicher. Und weiter geht's. Dornenbusch schlägt den Ball nach vorne. Kommt auf Höhe des Mittelkreis runter, doch dann kommt nur Ray hin. Und der spielt den Ball zu Polauke, der zu Schmitz, der zu Loris Meyer. Loris Meyer jetzt mit der Reingabe, doch die war zu kurz. Ray köpft dennoch, obwohl der Ball so tief schon ist, den Ball immer noch per Kopf raus. Und der Ball landet bei Polauke, der spielt links raus zu Kammerbau. Kammerbau muss sich da einen kleinen Sprint einlegen, dass der Ball nicht noch in Zeiten ausgeht. Bevor er dann zu Kolbe spielt, der schiebt rechts rüber zu Polauke. Und der jetzt zu Kalajdzic, der entgegenkommt, der rechts raus zu Loris Meyer, der wieder zu Marcel Schmitz. Marcel Schmitz jetzt mit dem Ball auf Nico Blank, der zu Kalajdzic, der zu Loris Meyer. Loris Meyer legt sich Ball nach vor, geht ein paar Meter in die Mitte. Jetzt der Ball zu Antlitz, doch Antlitz stellt seinen Körper rein. Dick Huber kommt dann Ball doch jetzt wieder. Der KSV Ball besitzt den Vorfall von Stendra, die spielen direkt zu Minchi, weit nach vorne, doch Kolbe passt auf und kommt an Ball. Jetzt Kolbe geht selber ein paar Meter nach vorne. Jetzt der weite Ball nach vorne. Da ist Antlitz, da wäre auch Kalajdzic. Und jetzt ist da Loris Meyer, nachdem Langhoff den Ball da rausgefaustet hat. Doch der Ball geht deutlich drüber, weil Loris Meyer den Ball nicht voll verwischt. Und es geht weiter mit Abstoß. Und da beeilt sich sogar Antlitz und gibt Langhoff da schnell einen Ball. Denn es sind jetzt nur noch gut 2 Minuten zu spielen in der regulären Spielzeit, um hier noch einen Punkt oder vielleicht sogar 3 Punkte mitzunehmen. KSV lagert das Spiel wieder nach links. Und es gibt noch die gelbe Karte wegen Zeitspiel für Langhoff. Und jetzt kann's. Und jetzt beginnt auch schon gleich die Schlussminute in 15 Sekunden. Langhoff schlägt den Ball weit nach vorne. Da wäre Jones, doch der geht gar nicht erst hoch und der Ball landet dann im Außen. Marcel Schmitz wirft ein zu Antlitz, der kann den Ball annehmen, möchte links rüber zu Kammerbau spielen. Der Ball landet allerdings bei Minchi. Minchi jetzt mit dem Vormarsch, doch legt den Ball zu weit nach vorne und da passt Nico Blank auf und spielt den Ball links zu Kammerbau, der nochmal weiter links raus schiebt zu Konrad Riele, der spielt Kalajdzic an, der entgegenkommt und der spielt rechts rüber zu Marcel Schmitz. Marcel Schmitz jetzt mit der Hereingabe. Da war Antlitz, der kommt mit dem Kopf hin, doch der Ball danach kommt wieder. Brill mit dem Kopf hin, jetzt mit dem Ball nach vorne. Blank köpft den Ball zum KSV. Jetzt Sarrera immer noch kann sich dagegen Schmitz durchsetzen, der ihn richtig bearbeitet. Und jetzt kommt der Ball nach vorne. Kolbe kommt einmal per Kopf hin. Dann, bevor er ein zweites Mal per Kopf hinkommt, gibt Jones ihm einen kleinen Schub seinen Rücken und der Schiedsrichter sieht es. Und es gibt 4 Minuten Nachspielzeit und Freistoß für die Kickers. Gut 1 Meter vor der Mittelfeldlinie. Gerade noch in der eigenen Hälfte. Dornenbusch hat sich den Ball geschnappt. Jetzt der Ball. Jetzt sind alle Großen mit dabei. Bis auf Blank und Kammerbau sind alle mit vorne im Getümmel. Jetzt Dornenbusch-Ball auf die linke Seite. Doch da kommt weder Antlitz noch Kalajdzic hin und somit gibt es Abstoß für den KSV. Ja, nachdem das Spiel eigentlich echt gut begonnen hatte, wo man auch mit 1-0 in Führung gehen konnte, ist es jetzt schade, dass man hier am Ende mit 2-1 vielleicht dann vom Platz gehen muss. 1 Punkt wäre auf jeden Fall verdient.
Aber nach dem langen Abschlag von Langhoff kommt der Ball zu Blank, der zu Kammerbauer. Kammerbauer links raus zu Kalajdzic, der legt sich den Ball hoch vorbei, wird getroffen. Und der Schiedsrichter pfeift auch das Foul. Und es gibt Freistoß für die Kickers auf der linken Seite. Gut 15 Meter in der gegnerischen Hälfte. Kammerbau humpelt jetzt schon über den Platz. Aber ein Wechsel wird sich kaum noch lohnen. Dickelhuber hat sich den Ball geschnappt. Und es sind alle bis auf Blank und Kammerbau mit da vorne dabei. Und jetzt Kalajdzic und da ist Kolbe per Direktabnahme. Der da sogar mit seinem Bein seitlich, mit seinem hohen Bein da an den Ball kommt. Aber der Ball geht dann doch deutlich übers Tor. Das wäre die riesen Chance gewesen zum 2:2. Jetzt Abstoß für KSV. Luigi Campagna spielt da sogar Langhoff noch von der Kickersbank einen Ball zu, damit das Ganze etwas schneller gehen kann. Aber dennoch hat es jetzt schon ordentlich Zeit gebraucht. Langhoff legt sich den Ball zurecht. Und es gibt noch die gelbe Karte für Luigi Campagna, was ich jetzt für Mustafa Ünal. Allerdings konnte ich jetzt nicht bemerken, dass er sich gerade wirklich beschwert hat. Ab der Linienrichter wird schon irgendwas gehört haben. Jetzt der lange Abstoß, da ist Konrad Riele, kommt allerdings nicht am Ball. Jetzt Jones am Ball, spielt zu Meha. Meha jetzt zurück zu Nacer, der spielt den Ball in Seiten aus und es gibt Einwurf für die Kickers. Kammerbauer führt schnell aus, spielt zurück zu Dornebusch. Dornebusch zu mit dem weiten Ball nach vorne. Da wäre Paul Polauke mit vorne dabei und jetzt Antlitz. Antlitz am Ball im gegnerischen Strafraum, spielt zu Polauke, der wieder zu Antlitz, doch der Ball war zu kurz und jetzt so kann Cemalci den Ball rausschlagen und jetzt ist Jones im 1 gegen 1 gegen Niklas Kolbe. Kammerbauer ist auch gleich zur Stelle. Jones kann sich allerdings nicht durchsetzen und Kolbe gewinnt das Duell und der Ball ist jetzt bei Marcel Schmitz. Marcel Schmitz muss den Ball jetzt nach vorne bekommen, da ist Loris Meyer, wird allerdings von Stendra direkt unter Druck gesetzt und muss den Ball zurückspielen zu Dornebusch. Dornebusch jetzt am Ball. Der Schiedsrichter hat die Pfeife schon in der Hand. Der Ball kommt weit nach vorne. Da ist Kalajdzic nicht, sondern da ist Brill per Kopf. Der Ball landet allerdings bei Nico Blank, der zu Dickelhuber, der wieder zu Blank und wieder zu Dickelhuber. Jetzt der Ball nach vorne, doch Jones blockt ab. Jetzt Nico Blank mit dem Ball nach vorne. Da wäre Antlitz. Antlitz lässt sich fallen. Der Schiedsrichter pfeift es allerdings nicht. Und jetzt köpft Loris Meyer den Ball zu Dani Kalajdzic. Doch der verliert den Ball und Ray spielt den Ball raus. Der Ball ist jetzt bei Kolbe, der sich beeilen muss. Der mit dem weiten Ball nach vorne. Da Kalajdzic verpasst und der Ball ist wieder bei Ray. Der spielt den Ball wieder raus. Da ist jetzt Meha. Der schickt Jones rechts. Aber das sind jetzt Blank und Kolbe da. Jetzt kommt noch Ming-Chi mit dazu, über rechts läuft. Und der mit dem Schuss, doch Dornebusch blockt ab. Und der Schiedsrichter beendet die Partie. 2:1 nach 1:0 Führung für Stuttgart Kickers. Bitter. Aber das ist Regionalliga. Jetzt kommen die etwas härteren Gegner. Und Kassel hat es uns hier über 90 Minuten immer sehr schwer gemacht. Daher muss man jetzt nicht ganz geknickt nach Hause gehen. Am Samstag spielen dann die Kickers gegen Mainz 05. Die zweite Mannschaft auf der Waldau, kommt alle auf die Waldau. Ist ein etwas kürzerer Weg wie jetzt hier nach Hessen zum Aue-Stadion. Und bis dahin auf die Blaue.